So, meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu System Shock, dem Remake. Ja, Leute, wir haben jetzt bald endlich... Was heißt endlich? Wir haben jetzt bald... die Systementwicklung fertig, Leute. Wir machen jetzt gerade die letzte Antenne, Delta-Antenne, die haben wir auch schon fast fertig. Und versuchen hier mal ganz kurz runterzukommen, ohne groß Schaden zu nehmen. Wir haben eigentlich auch schon so, ich sag mal, gefühlt 90% des Levels abgeschlossen, also erkundet halt. Wie gesagt, zerstören jetzt noch eben die letzte Antenne. Hier lang, glaube ich. Ja, hier. Delta-Antenne. Müssten dann eigentlich alle haben und dann geht's weiter nach Sicherheit. Zum vorletzten Level Sicherheit und dann gibt's zur Brücke und dann haben wir das Spiel auch schon durchgespielt. Also, glaube ich zumindest. Je nachdem, ob wir noch vorher einmal uns alles angucken werden, was wir noch so noch nicht gemacht haben bis jetzt. Da ist die Antenne. Scheiße. Das wird doch bestimmt wieder eine Falle. Ja. Alter, wieso kann ich mich hier nicht verstecken? Was ist das für eine Scheiße? 2%. Irgendwo fehlt noch eine Kamera. Na toll, natürlich hat er noch nicht mal was dabei, ey. Letztes zerstört. Mal gucken, was jetzt passiert, ey. Gar nichts. Nur ein Achievement. Alle vier Antennen zerstört. Ich hoffe nur, dass die Gegner jetzt nicht respawned sind, ey. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, Shodan. Eingehende E-Mail. Leute, hier war irgendwo noch eine Tür, da bin ich mir ganz sicher, wo wir erst mit einem gewissen Sicherheitsniveau reingekommen wären. Ich frage mich gerade, wo diese Tür gewesen ist. Oh shit. Oh, wir haben es ausgemacht. Cool. Rebecca. Well, Triumph has made the decision to destroy the station. You'll need to carry it out. To activate the self-destruct, you'll need to get the system authorization code. According to our database, Will and Richie is our best shot at figuring out that unique code. He was stationed on engineering. See if he's still alive. Once you have the code, head to the reactor core. Get some advanced radiation protection, or, at the least, a hell of a lot of detox. Enter the code inside the reactor core, throw the switch, and the destruct signal from Earth will start the countdown. Get to the flight deck and use the code 001 to open the life pod in one of the flight bays. I'll see you Earthside in a few months. Okay, also wir müssen viel rennen wieder. Erst nach Engineering den Code erhalten, dann den Hebel umschalten. Beim Reaktor ganz unten hier. Und dann zum Flugdeck. Oh mein Gott. Gut, dass das auch überhaupt nicht abgefuckt ist.
Alter, wo sind wir hier? Aber wie gesagt, irgendwo war eine Tür. Okay, was ist das? Ein Portal? Experimentalteleport. Help me, please. Ach so. Toll. Ja, wie gesagt, Leute, irgendwo war noch eine Tür gewesen, die wir nicht aufmachen konnten. Erst wenn wir ein gewisses Sicherheitsniveau-Level erreicht haben. Aber wo war die Scheißtür nochmal? Hier oben hätten wir auch nochmal lang gekonnt. Aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Hier vielleicht. So oder so müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Oder? Ja, wir haben wieder ein bisschen Platz. Wir können auch zur Armory nochmal gehen und die ganzen Scheiße mitnehmen. Den wir hier noch hatten. Detox brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir holen jetzt ja eh den Strahlenschutzanzug, den guten. Ach, Scheiße, jetzt... Ernährungsmine brauche ich eigentlich. EMP-Granate. Gasgranate. Alter, 6 Batteriepacks. Woher? Ah, fuck, ey. Ich weiß nicht, ob wir das Laserrad hier wegschmeißen sollen, Leute. Ich mache es erstmal. Dann weiß ich zumindest nochmal, wo es war. Dann lasse ich den Marker hier nochmal, falls wir das Laserrad hier suchen, nochmal, dann weiß ich, hier ist es. Ich finde schade, dass man die nicht, die Marker nicht irgendwie benennen kann. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Dann weiß man nämlich immer, was für Marker man wo hat. Zum Beispiel Waffen oder keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wir müssen erstmal uns irgendwie einen Strahlenschutzanzug suchen. Den guten. Ich weiß aber nicht, wo, ob der bei Entwicklung ist oder ob der eine Ebene drüber ist. Vielleicht kriegen wir den Schutzanzug jetzt auch, wenn wir durch die eine Tür da gehen. Wo war denn das nochmal? Irgendwie unten, ne? Ich glaube, hier war nichts mehr. Hier müssten wir eigentlich auch noch lang. Hier waren wir auch noch nicht. Hier ist auch noch, hier sind auch noch ganz viele Türen. Können wir eigentlich jetzt mal machen. Hier müssten wir eigentlich auch noch lang. Markieren wir den ganzen Scheiß einmal kurz. Damit ich weiß, wo wir noch hin müssen. Hier müssen wir noch lang, da müssen wir noch lang. Und eventuell hier. Nee, hier glaube ich nicht, aber wir können auch noch mal hier gucken. Wo war denn nochmal die Tür jetzt gerade, die wir gesehen hatten? Nach hier. Können wir hier nochmal gucken. So, und viel mehr sehe ich jetzt hier eigentlich auch nicht. Ich glaube hier... Na gut, hier könnte aber auch noch was sein in dem Bereich, ne? Entweder hier oder hier. Ich denke mal eher in dem Bereich dann hier. Aber wie gesagt, sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts mehr. Ne. Ja, dann gehen wir einfach mal rum, würde ich sagen. Dann fangen wir, würde ich sagen, oben an. Gehen wir hier nach Alpha, denke ich.
Dann hier lang. Hier lang. Genau, hier war nämlich noch der Gang, den wir noch nicht hatten. Da unten haben wir noch ein Batteriepack, glaube ich. Hier ist nichts drin. Batterie. Warte, hier ist was, eine blaue Karte. Entwicklungszugangskarte, ENT, was ist ENT? Entwicklung? Entwicklung, Zugangskarte. Was ist das? Das sieht mehr... Ach so, das ist dieses zerstörte Ding, was wir gerade kaputt gemacht haben. Oh, Granaten, sehr schön. Splittergranaten. Da sind wir gerade hergekommen. Es lebt noch! Willst du mich verarschen? Wäre geil, wenn die Türen mal offen bleiben würden, ey. Damit man weiß, wo man schon war und wo nicht. So, ich glaube, die haben wir jetzt, die Karte, ne? Ja. Ja, haben wir. Ich glaube, die hatten wir eh schon vorher, aber... Egal. So, mal schauen, was wir hier so haben. Nichts. Geil. Okay, langer Gang. Sehr langer Gang. Eine Leiche. Die aber nichts bei sich hat. Ein Knopf. Oh, verdammt. Ach, hier sind wir jetzt. Geil, Armory. Eine Abkürzung. Oh mein Gott, nein! Ein Stück Scheiße. Egal, ich nehme jetzt hier so ein Ding. Kann das sein, dass die respawnen, die Viecher? Hier ist eine Tür, die irgendwie nur von außen aufgeht. Oder von innen vielmehr. So, dann kann ich den Marker schon mal entfernen. Dann können wir nämlich mal... Na toll, wie soll ich denn da hinkommen am besten, ey? Komme ich überhaupt allgemein mal zurück hier? Ich weiß gar nicht, wo lang. Hä? Wo sind wir denn hergekommen? Hier ist doch nur der Lagerraum. Hm, keine Ahnung. Ah, hier lang anscheinend. Dann hier lang. Ne, warte, wir gehen erstmal runter. Ich muss unbedingt mich heilen, ey. Also nicht unbedingt, aber wird so langsam aber sicher mal wieder notwendig. So, jetzt sind wir fast da. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier lang. Ah, können wir natürlich nicht lang. Aber... Oh nein, die ist verseucht. Nicht gut. Dann gehen wir einmal nach oben. Ob das die einzige Leiter ist jetzt. Ja, dann. Jetzt müssen wir da lang. Dann sind wir auch schon da. Ja, Leute, nicht mehr lange und dann geht's zur Sicherheit. Zum Sicherheitslevel. Und ich kann mir gut vorstellen, da es Sicherheit heißt, dass da auch
einige starke Gegner sind. So, jetzt können wir hier an den Cargo-Lift einmal dran gehen. Die Munition dahin bringen. Osmium-Kern. Eigentlich hätten wir die ja auch mal auffüllen können. Den Plasma-Kern können wir da schon mal reinbringen. Wir haben immer noch nicht die Plasma-Gun, ne? Wo kriegen wir die denn her? Ich muss mal kurz googeln, Leute. Ich google das jetzt mal hier on-screen. System Shock Remake Plasma. Plasma Rifle. Ich will nur wissen, wo man es findet, also auf welcher Ebene. Ob das noch kommt oder ob wir das übersehen, weil ich habe keinen Bock, das zu übersehen, ehrlich gesagt. Compatible Arena, bla bla bla. Ah, Security Level. Okay, das kommt dann also noch. Sicherheit Level. Und was mich noch interessieren würde, wäre... Das, wie heißt es nochmal hier, dieses, wie heißt das nochmal? Umweltschutz, wahrscheinlich irgendwie so Suit oder so. Suit, O2. Where to find the radiation suit? O1 haben wir ja schon, jetzt kommt O2. Requires the completion of the beta growth objective. This suit requires the completion. Beta Growth haben wir doch schon lange gemacht. Und vor allem hier steht, ganz lustig, den braucht man, um Beta Growth zu machen. Wir haben es ohne gemacht. War zwar nicht gerade einfach, aber wir haben es ohne gemacht. Objective room in the curse of the story, upon which the locked doors of maintenance will automatically open. Delta Maintenance. Warte mal, was? Maintenance Deck? Also wir müssen... Ah, dafür brauchen wir auch den Kopf, den wir hier gefunden hatten. Hier, den Kopf, den brauchen wir. Den Kopf? Ape Gerens? Hier steht nämlich... Warte, wo steht das hier? Once inside, also von dem Maintenance, also Wartung. You will eventually pick up the severed head of the, also von diesem Ape, haben wir bei Maintenance ja den Kopf eingesammelt. While exploring Delta Maintenance. Head to the southeast corner of the maintenance deck, to the maintenance office, where you must use the head. Unser Retinal Scanner. Also bei... Da können wir eigentlich direkt mal jetzt gleich hin. Wenn wir hier die Orte hier abgeschlossen haben. Oder können wir eigentlich auch jetzt machen, bevor ich es wieder vergesse. Ah fuck, das Problem ist aber... Es wird jetzt bestimmt wieder arschlange dauern, um da hinzukommen. Aber wir brauchen den Umweltanzug unbedingt, Leute. Wir brauchen den so oder so für den Kern nachher. Und zwar gibt es bei der Wartungsebene wohl irgendwo einen Retina-Scanner im Süd... Irgendwo im südlichen Bereich. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Wie lang? Und da brauchen wir den Retina-Scanner und da müssen wir den Kopf dran halten. Dafür ist der nämlich auch. Ja, jetzt müssen wir irgendwie nach links... Also nicht hier links, sondern hier vielmehr. Nee, warte mal. Eigentlich müssen wir... Kann das sein, dass wir nach unten müssen? Ja, wahrscheinlich. Delta Out... Nee, Delta Quadrant. Ja, ja, doch, Delta ist richtig. Dann kommen wir hier nämlich zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir nämlich uns erstmal den Umweltschutzanzug V2 holen. Müssen nämlich erstmal nach Executive wieder und von Executive dann... Nach Maintenance, Alter, ist das ein Scheiß, ey. Ich hätte gerne eine Schnellreise in diesem Spiel, ne? So, jetzt müssen wir nämlich einmal das Portal nehmen.
Hier aufmachen. Hier rum. Bitte Maintenance. Ja, Maintenance, Gott sei Dank. Ich guck mal direkt. Und zwar im südlichen Bereich. Ich habe hier irgendwas markiert. Warum habe ich hier was markiert? Hier bestimmt. Wollen wir wetten? Gehen wir einmal runter. Nach links. Maintenance Office, genau. Das stand da auch. Im Dings. Ah, jetzt kommen wir hier auch rein. Okay. Hier ist der Retina-Scanner. Lecker. Oh. Warum ist hier ein Cyberspaceport? With each breath, their DNA is altered. They shall be reborn. Bodies made stronger. Minds freed from the burden of individuality. Perfect children serving the will of their maternal God. Leute, ich habe keinen Platz mehr. Doch, ich habe Platz. Aber langsam wird's echt knapp. So. Da ist der Anzug V2. Finde die finale Version aller Hardware-Module. Geil, wir haben jetzt nämlich alle Hardware-Module auf der maximalen Stufe. Und was ist das? Eine Scorpion, toll. Hat die Munition? Wahrscheinlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Was ist das? Ah, da kommen wir bestimmt rein, wenn wir dieses Cyberspace machen. Wo ich so gar keinen Bock drauf habe. Aber, naja, müssen wir halt machen, ne? Auf geht's. Was ist los? Ich hoffe, das geht nicht so lang. Oh, fuck. Jasmin, die habe ich auch so gar nicht vermisst, ne? Wo ist er?
tot, Alter. Lebensenergie vielleicht, bitte. Ja. Alter, das ist gar nicht mal so einfach hier. Da ist so wenig Platz. Gar nicht mein Fall hier. Keine Gegner? Nein. Komisch. Deaktiviert. Da habe ich gar keinen Bock, ne? War da schon das Ende gleich, glaube ich. Ich verpiss mich. CPU-Shit ist das hier. Null, sieben, sechs, vier, acht, fünf, vier, sieben, was? What the fuck ist das Shit? Das ist der Knotenmonitor. Kein Code, oder? Nichts, was ich mir merken muss, hoffentlich. Okay, und jetzt? Ah. Stück Scheiße. Kurz Energie, ey. Was ist erschienen? Glaube ich. Oder? Nee. 4%. Dann fehlt halt irgendwo noch was, ne? Eine Kamera oder so, denke ich mal.
Also hier ist nichts mehr. Oh, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Blindfisch. So, jetzt können wir hier eigentlich nochmal ein bisschen alles einsammeln und verdampfen. So, dann hätten wir das auch abgeschlossen. Hier könnten wir nochmal schauen. Also irgendwo müssten noch zwei Kameras oder so sein. Denke ich mal. Und da kommen wir aber rein, das weiß ich. Ach lol, die Schraubenschlüssel, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass es die auch noch gibt. Ach guck mal, Delta Maintenance. Da ist die Kamera, 0%. Diese behinderten Kabel da oben, ey. Warum sind denn hier so viele Gegner? Sind noch mehr Gegner? Was verteidigen die denn hier? Ah, eine Railgun. Kann ich verstehen. Mal kurz, ob die geladen ist. Ist jetzt eigentlich nicht. Keine Ahnung.
Hier sonst scheint ja auch nichts mehr zu sein, glaube ich. Na egal, wir haben jetzt auf jeden Fall 0% Sicherheit. Das passt. Ja, ja. Das wäre aber geil, wenn ich jetzt hier auch noch irgendwie reinkommen könnte. Dass ich nicht wieder außen rumrennen muss, aber na, anscheinend ist das zu viel verlangt. So. Fertig. So, damit hätten wir dann den Part auch abgeschlossen. Jetzt geht's nämlich, glaube ich, in die Richtung hier. Ja, Executive. Schauen wir uns noch den Rest vom Dings an. Von Engineering. Haben wir das Gebiet nämlich dann auch abgeschlossen. Und dann, Leute, Endspurt. Reicht ja dann auch erstmal, ne? Ich bin am Überlegen, ob ich dann direkt mit System Shock 2 anfangen soll oder auf die Enhanced Edition tatsächlich warten soll. Weil es gibt ja von System Shock 2 dann auch nochmal eine Enhanced Edition. Irgendwann, jetzt von den gleichen Entwicklern, die auch das Remake machen. Ist zwar so ein, ja, es ist kein Remake richtig dann, ne? Aber, hier ist nichts. So ein Remastered ist das dann quasi. Soll jetzt auch irgendwann erscheinen. Es ist halt wie ein gemoddetes System Shock 2 so ein bisschen. Aber man kann es halt auch, wie gesagt, selber modden. Guck mal, hier unten waren wir noch gar nicht. Hier geht's auch noch lang. Aha. Scheiße! Als ob. Ort? Warum ist das so riesig hier alles? Ah, okay. Das ist ein Kreisgang von dem Ort, den ich eh schon machen wollte. Okay, ein kleiner Lagerraum. Finde ich gut. Glaube ich. Scheiße, ich glaube, wir haben nicht genug Credits, ey. Für dieses Mod-Ding. Noch Credits, das müssen wir wenn dann später machen. Aber wir sind ja jetzt schon wieder dabei zu verdampfen. Dass wir später vielleicht wieder ein bisschen Credits kriegen. Also wir brauchen 25 anscheinend, was übertrieben viel ist. Weiß gar nicht, was soll das überhaupt sein hier? Noch nicht schon wieder, ey. Kapazitätsmod. Ja, den können wir schon mal entfernen. Den können wir entfernen. Jetzt wissen wir ja, wo es hier lang geht. Dafür können wir den hier einmal markieren, den Scheiß. Ah, das sieht man nicht. So.
Müssen wir noch machen. Hier links haben wir nichts mehr. Ja, ansonsten dann hier nur nach oben würde ich einmal gucken. Wir können ja dann auch direkt einmal zur Recyclingstation. Die ist ja sowieso da um die Ecke. Warte mal, hier oben waren wir glaube ich noch nicht, ne? Bisschen hier. Jetzt kommt da bestimmt irgend so ein Gegner, der uns wegklatscht. Ah. Ein Lock. So, wie viel... Okay, wir haben 10 für einen Credit. Wir kriegen ungefähr jetzt 10 Credits dafür. Das heißt, wir haben dann insgesamt 17. Wir sind eigentlich gut dabei dann. Hi. Oh, 2 plus Dauer. Ah, guck mal hier, das nehme ich doch schon mal mit. Aber sonst haben wir hier nichts mehr. Okay. Ja, die Ausdauerscheiße brauchen wir nicht. Okay. So, das haben wir abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne einmal zurück, wenn es geht. Da lang. Komm ich hier irgendwie rein? Ach, weißt du was? Fuck you. So, hier ist die Recyclingstation. Da können wir direkt den Schrott einmal abgeben. Da. Nur ein Stück. Ja, 16 haben wir jetzt. Jetzt müssen wir nochmal nach hier laufen. Ne, gar nicht. Hier lang müssen wir. Und dann... Hier. Hier ist auch noch Zeugs. Batterie nehme ich mit. Weil, warum nicht? Sonst ist hier aber nichts mehr. Aber hier ist noch sehr viel Zeug zum Verdampfen. Das würde ich gerne nochmal einsacken. Und hier haben wir auch noch was. Oh mein Gott. Fuck. Schwebendes Blut. Ich glaube, du hast nichts bei dir, ne? Natürlich nicht. Ein Log, mal wieder von Bianca. I am the resistance now. Diego, that piece of shit. He sold us out on the exact level. And now, I'm in a hallway of an engineering trying to settle my nerves. Okay. I go up through security to the bridge. I get into the computer room and I install the isolinear chipset. That gives me a shot at Shogun. Somehow, I delete that bitch out of existence. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das machen muss, und zwar im Cyberspace. Ist irgendwie ein Gefühl. Hier war ich doch schon mal. Ach, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite. Kriege ich aber leider nicht auf, ne? Okay, gut zu wissen. Dann schnappen wir uns noch das Zeug hier zum Verdampfen. Kriegen wir nämlich wieder ein paar Credits dazu. Später. Guck mal, schon wieder 50 fast. Nice. Eigentlich haben wir das viel zu selten gemacht. Jetzt haben wir wieder kein Geld. So, eins brauche ich noch, dann kriege ich nämlich 6 Stück noch raus. Und dann haben wir 21.
Oder 22? 22 haben wir dann. Aber nö, das war's. Hier ist nichts mehr. So, dann können wir nämlich den Marker auch entfernen. So, dann haben wir nämlich hier oben noch was. Warum habe ich das denn hier nicht markiert gehabt? Da oben haben wir noch was. Das brauche ich nicht mehr machen. Jetzt müssen wir nach unten. Ich glaube, hier brauche ich auch nicht mehr nachgucken. Hier wird auch nichts mehr sein. Also entweder haben wir jetzt noch die Tür oder hier oben den Gang. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier oben nichts mehr ist. Aber ich bin ein neugieriger Esel, deswegen werde ich da trotzdem einmal hingehen. Frage ist nur, wie am besten. Ich würde sagen, so. Ach scheiße, hier kommen wir gar nicht lang. Fuck. Irgendwie nach oben. Ach scheiße, stimmt. Kam ich ja nach oben, aber da musste ich doch erstmal das Portal, da dieses Ding deaktivieren. Scheiße, ey. Komm ich denn da hoch, ey? Oh, es ist reinste Labyrinth, ehrlich. Ja, aber ich bin noch nicht hier hochgegangen. Wie bin ich denn weitergegangen nochmal? Ich bin doch hier irgendwie weitergekommen, oder nicht? Ich schwör's euch, hier kommt man weiter. Was war das? Sind da Gegner? Noch? Ah, hier. Brauche ich die Boots? Und jetzt... Scheiße. Jetzt muss ich hier lang. Aber ich komme hier irgendwie nicht weiter, oder? Doch, hier. Ja. Hier war ich noch nicht. Ja toll, hier ist aber nichts mehr. Doch, hier war ich schon. Ja gut, irgendwie habe ich mir das schon gedacht, aber jetzt wissen wir besser Bescheid. So Leute, jetzt haben wir noch eine Markierung. Und dann war es das. Aber ich glaube, wir werden vorher einmal hier nochmal uns aufladen gehen. Wenn ich jetzt richtig laufe. Hallo? Nein, was machst du? Oh fuck, ey. Wie komme ich denn da jetzt hin am besten, ey? Okay, hier schon mal nicht. Dann wahrscheinlich...
Hier lang. Fuck. Problem ist, ich muss da hoch, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe mit der Energie. Habe ich eigentlich nicht noch Batterien? Ich habe nur noch Batterien. Warum nehme ich die nicht eigentlich? Das bisschen jetzt da, um da hochzukommen. So, da sind wir nämlich. Ich wollte jetzt die kompletten Batterien alle verschwenden. Eigentlich ist das unnötig, wenn ich jetzt hier reingehe. Aber die zwei Striche könnten mir noch das Leben retten irgendwann. Vielleicht. Ja, was macht der Lift? Ah, guck mal, hier habe ich auch noch ein bisschen Stoff. Die würde ich mal hier hin tun. Für den Endfight können wir die ganz gut nutzen. Logiksonden brauchen wir jetzt. Kann ich nur behalten, aber brauche ich glaube ich nicht unbedingt. Gasgranaten würde ich mal wegtun. Ja, eigentlich können wir den Granatwerfer mal mitnehmen, statt die Skorpion oder die Schrotflinte. Weil wir viele Granaten haben. Und wenig Drache, also viel wenig Munition für die Waffe hier. Dann würde ich sagen, rotieren. Ja, dann schmeiß es weg halt, ist egal. Nehmen wir das Ding mal mit. Jetzt kriege ich das natürlich nicht. So. So. Rotieren. So, zack. Jetzt können wir die. Warte mal, wo haben wir denn die Drachen hier? Drachenmunition können wir erstmal wegtun. Wir haben sowieso kaum Munition irgendwie für die Schrotflinte, warum auch immer. Dann nehmen wir das Ding mit. Okay, den Werfer haben wir schon ausgerüstet. Da ist eine MP-Granate drin. Kann ich die auch austauschen? Ich will eigentlich Splittergranate hier. Rack. Jetzt haben wir nämlich ziemlich viele Granaten. Die können wir nämlich auch gut benutzen gegen den Endfight. Oder im Endfight. Raygun-Geschosse genauso. Also eigentlich sind wir, eigentlich finde ich, sind wir richtig gut ausgestattet für den Endfight jetzt. Also wir haben wirklich, wir haben viele Raygun-Geschosse, viele Granaten, ey. Also eigentlich sind wir echt mega gut dabei. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal unten uns die Tür anschauen. Die ist ja hier direkt um die Ecke. Und wenn wir das fertig haben, Leute, dann machen wir einen kleinen Cut. Und dann geht's ins nächste Gebiet. Ist zu. Allerdings weiß ich nicht, ob wir von der anderen Seite irgendwie reinkommen würden. Aber hier ist keine andere Seite, glaube ich, oder? Gibt's hier eine andere Seite? Also ich sehe jetzt keinen anderen Eingang halt. Außer hier vielleicht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich sehe jetzt hier keinen Eingang sonst. Ja, dann weiß ich nicht, dann geht's wahrscheinlich nicht. Oder es geht vielleicht später. Aber ich schwör's euch, hier ist doch irgendwo noch eine... Oder haben wir die schon geöffnet? Hier war doch irgendwo auch noch eine Tür, die wir erst öffnen konnten, wenn das Sicherheitsniveau auf einem niedrigen Level ist. Ich schwör's euch, das war irgendwo hier, aber... Oh. Ah, hier, guck mal. Da ist noch was. Und da kommen wir auch bestimmt dann... Das muss ich einmal raus... Warte mal. War das hier? Weiß es nicht mehr. Ah, mach mal das Ding aus hier. Ja. Das muss ich einmal noch abchecken.
Nee. Das war das auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann würde ich sagen, scheiß drauf. Macht ja keinen Sinn. Hier ist ja auch sonst nichts mehr, ne? Also ich sehe zumindest nichts mehr sonst. Aber was ist das hier? Achso, wir haben nur die Armory aufgemacht, okay. Oder zugemacht vielmehr. Ne, warte, da muss ich nicht hoch. Komme ich denn zurück? Ah, hier. Ne, zurück ist das nicht. Aber hier kommen wir auch zurück irgendwann. Ja, wie kommen wir denn jetzt zum Aufzug? Wir müssen hier unten hin, ne? Irgendwie, ja, toll. So, hier kommen wir nicht hin. Hier kommen wir nicht hin. Aber wie gesagt, Leute, ich sehe hier auch keinen anderen Ort als hier rein. Keine Tür oder so, die geht ja nicht hier. Es muss ja auch irgendwas sein, was da in der Nähe ist dann, aber wird nichts sein. So, ich glaube, aufladen brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht unbedingt. Wir haben jetzt nur einen Strich, der uns fehlt. Jetzt müssen wir irgendwie, glaube ich, hier lang. Dann hier lang. Ja, und hier müsste es gleich sein. Da oben ist er. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich glaube auf der anderen Seite, ne? Ja. Gut, Leute, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Und dann geht's im nächsten Level, also im nächsten Part, zum nächsten Level. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Haut rein.